Das ist wieder mal eine lustige Episode für mich, denn ich muss nachvertonen. Den Originalkommentar, den ich hier hatte, ist verloren gegangen, weil ich eigentlich ursprünglich zuerst sogar komplett neu starten wollte. Das findet gerade jetzt hier nicht statt, denn, also um es zu erklären, die Startposition hier ist sehr ungünstig. Und man sieht, normalerweise starte ich hier hinten, das hatten wir schon mal, so eine Episode, oder ich starte hier, das glaube ich, die Episode hatten wir auch schon, das wäre beim Lastwagen. Alles wunderbar mit vollen Deckungen. Während ich hier jetzt einen Blick bekomme, voll ins Restaurant, das nicht geschickt ist. Und der Grund, warum ich normalerweise nochmal neu starte, ist, hier gibt es einen Bug. Hier kann ich einen Gegner auslösen, wenn der an eine bestimmte Stelle kommt, ist das Spiel leider nicht mehr bereit weiterzumachen und crasht. Und weil ich das schon einige Male jetzt erlebt habe, habe ich es mir hier jetzt so überlegt, zuerst mich zu bewegen. Die Gegner, die wir hier auslösen, die kannte ich schon, denn die habe ich schon ein paar Mal ausgelöst. Und dann die Position zu umgehen, mit der ich normalerweise Probleme habe, wo das Spiel zusammenbricht. Konzentrieren wir uns, was hier geschieht. Ich habe einen Grenadier nach vorne genommen und der zerschießt mir oder zerbombt mir jetzt mit der HE-Granate die Deckung und setzt gleichzeitig das Fahrzeug hier in Brand. Es tut mir leid um die Familie, die dieses Fahrzeug bisher besessen hat. Vielleicht zahlt die Versicherung auch viel mehr. Also kann es zum Vorteil sein, dass ich das in Brand gesteckt habe. Man kann ja immer noch sagen, es seien irgendwelche Unruhen gewesen oder ähnliches. Von den Positionen her, auch wenn die Startposition jetzt ungünstig ist, kann ich noch was damit reißen. Denn wir sehen es. Dadurch, dass der Gegner schon so früh hier steht, habe ich die Möglichkeit, ihn sehr gut zu flankieren. Denn auch er hat ja jetzt keine volle Deckung mehr. Die Handgranate hat die Deckung weggefegt. Und das bedeutet, ich kann auch mit dem Scout nach vorne ziehen. Jetzt hätte ich hier vorne schon drei Leute, die den Gegner unter Feuer nehmen kann. Versuchen wir es noch mit dem Nahkämpfer. Je nachdem hat er ja Glück. Und ich meine 52% gegen ein ungedecktes Ziel. Das kann man ja mal versuchen. Ich glaube, ich bin jetzt unsicher. Ich habe es in ein paar Episoden habe ich sie getroffen. Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich sie in der Episode auch noch treffe. Oh ja, 12 Schaden. Ich habe es auch schon nicht getroffen, obwohl es der gleiche Standort war. Gleicher Gegner, fast gleiche Situation. Sie haben sich einfach ein bisschen anders platziert, aber auch ohne Deckung. Wollte aber nicht sein. Nebenbei, im zweiten Teil findet dann eine Live-Kommentierung statt, also keine Bange. Das Video hier ist zweigeteilt. Für euch wird das hoffentlich nicht zu merken sein. Schön ist jetzt, mein Sani kann ebenfalls kritisch treffen und der Gegner ist weg. Mein Scharfschütze hat nur noch Anführungsschlusszeichen zwei Ziele. Und aufgrund dessen, dass ja das Fahrzeug brennt, muss sich der Gegner eh verschieben. Das heißt, ich kann jetzt hierher ohne Gefahr, denn sie müssen ja weg. Und kann damit noch einfacher den Gegner unter Feuer nehmen. 84% ist eigentlich ein guter Wert, finde ich jetzt persönlich. Und ich treffe aber nicht. Weniger schlimm. Das bedeutet, die nachfolgenden Teilnehmer können dafür viel besser treffen. Denn des einen Versagens ist des anderen Vorteil. Und wieder ein Kill. Gut geschrieben. Jetzt die Wahl zu treffen, welches Ziel wir unter Angriff nehmen, ist nicht gerade schwer. Leider, leider, leider klappt es nicht immer. Und so stehen wir jetzt noch relativ schlecht da. Wobei schön ist, mit so vielen Scharfschützen gibt es halt immer einen, der in die Bresche springt. Und das ist, hat oder hätte wieder mal wunderbar geklappt. Und genau dieses Geräusch, wir haben es jetzt gehört im Hintergrund, die Cyberdisk. Die Cyberdisk hat mich unglaublich viele Nerven jetzt hier schon gekostet.
Die geht je nachdem an der Position, wo eben dann das Spiel abbricht. Traurig. Denn ich hab's eigentlich geschafft. Auch schon beim ersten Mal. Sie wunderbar zu empfangen. Oh. Okay. Das ist mir eigentlich sonst nie passiert, aber ich habe die Patrouille gleich ausgelöst. Das heißt, wir haben jetzt hier noch zwei Sucher plus einen Giftspucker. Was nicht unbedingt die Idealsituation ist, wenn man noch eine Cyberdisk irgendwo unterwegs hat. Das Positive ist, die Sucher haben noch nicht ganz die Nähe zu uns gefunden. Das heißt, sie sind zum Glück zwar nahe dran, aber nicht so, dass es schon tödlich ist. Heißt aber, sie fliegen, was die Zielsicherheit nicht gerade vereinfacht. Bedeutet, ich muss mich zuerst mal verschieben, damit ich nicht flankiert werde, allenfalls, falls ich es jetzt nicht schaffe. Und der Scout trifft sogar erstaunlicherweise. Mit 3 Schaden, also 2 wird von der Rüstung verschluckt. Bei ihm ist es natürlich jetzt absolut gefährlich. Er steht hier eigentlich flankiert. Ich hoffe, ich verschiebe ihn noch. Oder bin ich so wahnsinnig und bleibe stehen? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee, das kann ich nicht machen. Bei ihm ist es eben problematisch. Ich möchte ihn eigentlich in einer sicheren Position bringen, wo er nicht vom dünnen Mann hinten in die Zange genommen werden kann. Das heißt, bei ihm ist es ja... Also, mache ich es jetzt tatsächlich? Bewege ich mich nicht? Das kann nicht sein. So dumm kann ich nicht gewesen sein. Das kann ich mir kaum vorstellen. Schön ist, ganz links hätten wir noch, unten ganz links hätten wir noch einen Infanterist, der zweimal schießen dürfte. Das müsste ja klappen. Und hier von der Deckung her, 82, also 82, das muss doch klappen. Und die Schrumpflinte hat wieder ein Opfer gefunden. Jetzt Doppelschuss. Und schon mit dem ersten gleich versenkt. See in hell. Perfekt, denn das bedeutet für ihn, dass er gleich nachladen kann und sich schon für den nächsten Sturm vorbereitet. Im Moment hätten wir also noch einen dünnen Mann. Und ich glaube, von der Geräuschkulisse war es noch ein Sucher. Also es waren 3 Sucher, ein dünner Mann. Und da ist er. Die Position ist jetzt leider nicht das Wahre. Denn er ist der Einzige, der ihn noch sehen kann jetzt gerade. Und das auch nicht gerade zu Idealbedingungen. Meine Scharfschützin, die Baroness, sieht ihn leider nicht. Erst im nächsten Zug können sie dazu schlagen. Was bedeutet, ich fühle mich hier vorne schon unwohl, weil es ist eine halbe Deckung gegen dünner Mann. Das heißt, ich ziehe mich da sofort logischerweise zurück. Versuche ihn dann unterwegs abzufangen. Mit meinen Wachposten. Er kommt auch näher, aber ich glaube, ich treffe gar nicht. Nee, doch, ich treffe. Ich treffe sogar mit Schredder. Aber er ist, glaube ich, der Einzige. Und erstaunlicherweise schießt er von da, was ich gar nicht verstanden habe. Das steht nicht in Deckung. Und traurigerweise trifft er. Da kommen schon die Nächsten angestürmt. Nochmal 2 Sucher, nochmal ein dünner Mann. Zum Glück hatte ich noch Zeit, einen Wachposten anzunehmen. Pille ist nicht der zielsicherste. Ich weiß nicht, ob er sich selber ab und zu am Medikamentenschrank vergreift, dass er nicht trifft, oder ob er irgend
ein Medikament dringend brauchen würde, damit er trifft, aber es hat nicht sein wollen. Jetzt hätten wir also im Moment zwei Sucher und zwei dünne Männer. Einer ist aufs Dach gesprungen. Ich glaube zumindest, dass er auf dem Dach war. Und von der Situation her ist es aber für mich nicht so schlimm. Auch wenn ich eben nirgends eine volle Deckung habe. Das ist von der Startposition her ist es für mich eine der unglücklichsten. Denn die einzige volle Deckung wäre der Van, den wir gerade immer links sehen. Und da, wo rechts die Position besetzt ist. Aber sonst gibt es hier keine vollen Deckungen. Nur noch die Hauswand, die Restaurantwand. Und bei der Restaurantwand zieht man nach innen. Und löst je nach dem Gegner aus. Also es ist sehr gefährlich. Ich versuche gerade zu eruieren, mit wem ich denn am besten loslege. Von den Trefferwertungen her. 84% ist jetzt auch nicht die Welt und alle anderen sehen ja die Ziele genau gleich. Während sie jetzt 100% die Baroness trifft und der dünne Mann ist schon fast der gefährlichste hier. Dementsprechend hat sich sein Vorpreschen nicht ausbezahlt. Er hat mich zwar getroffen, was eine Frechheit ist. Aber er hat es mit dem Leben bezahlen müssen. Da hat ihm auch der Businessanzug nichts geholfen. Im Gegenteil. Wie kann man nur? Also, so frech einfach nach vorne gehen und mich unter Feuer nehmen. Dementsprechend mit Wut im Bauch räche ich mich jetzt hier auch. Das kann ich nicht akzeptieren. Oder das will ich nicht akzeptieren. Jetzt ist also ein dünner Mann weg und ein Sucher. Das bedeutet, ich habe immer noch einen Sucher und einen dünner Mann. Okay. Bei ihr ziehe ich mich bewusst zurück, denn sie muss nachladen und es ist auch... Sie kann ja nichts machen gegen den Sucher. Bis der Sucher bei ihr ist, hätten die anderen sie eh schon mit dem Wachposten übertrumpft und... ist auch gefährlich, wenn der da vorne schießt, sie in halber Deckung ist. Sie hat ja schon Schaden bekommen, also muss sie weg. Wollte da nichts riskieren. Weshalb ich auch den Sucher unter Dauerfeuer setze. Einfach zu Sicherheitszwecken. Außerdem bedeutet das gleichzeitig, dass mein Scout normalerweise besser trifft. Mal schauen. Nee. Es ist ein fliegendes Ziel. Es ist ein fliegendes Ziel. Das kann man auch akzeptieren, dass es mal nicht klappt. Was schade ist, aber wir haben ja immer noch einen dünnen Mann, der uns angreifen könnte. Wenn ich einen Feldposten mache, treffe ich ihn ja wahrscheinlich auch nicht. Darum habe ich ihm eine Waffenvorbereitung gegeben. Im Sinne von, falls jetzt der dünne Mann oder so kommt, oder die Cyberdisk. Ich habe immer erwartet, dass die Cyberdisk kommt. Denn normalerweise, bei allen anderen Spielern ist sie mir immer hier reingeflogen. Habe ich sie auf dem Patrouillengang gestört. Dieses Mal erstaunlicherweise nicht. Und ich bin dankbar dafür, weil, wie gesagt, wenn sie da kommt und ins Restaurant betritt, kommt sie an irgendeiner Stelle... der sie einen Bug auslöst. Ich kann mir nicht erklären, warum. Es passiert einfach. Was schade ist, denn die Position wäre so ideal gewesen. Jetzt hätten wir also einen Sucher unterwegs, getarnt, und einen dünnen Mann noch. Und aufgrund dessen, dass sie ja oben auf dem Dach ist, will ich den Blickwinkel so schaffen, dass ich allenfalls reagieren kann mit grünen Auto, also mit der Mannschaft, die beim grünen Auto ist. Die sieht ein bisschen näher zum Dach, während die blaue Mannschaft sich mehr um den Sucher kümmert, falls er sich jetzt rantrauen sollte. Dementsprechend harren wir den Dingen, die da kommen. Die können nicht gut sein. Ist eigentlich schon brutal, wenn man sich mal überlegt. Die stehen hier draußen und keine 10 Meter von ihnen weg
ist eine Hamburgerbude, während die eventuell Hunger haben. Und stehen hier einfach und müssen diesen Duft riechen. Ihr kennt diesen Duft. Dieses Frittieröl und Käsegeschmack. Und können nichts machen. Kommen nicht ins Restaurant, das nebenbei ja leider verlassen ist. Wenn es nicht so wäre, könnte man wenigstens von hier ins Restaurant reinschauen und vielleicht die eine oder interessante Person kennenlernen, die sich hier gerade verköstigt. Und da kommt der dünne Mann. Hat er sich rangetraut, frecher Hund. Aber meine Mannschaft ist auf Zack. Zwei Schüsse und auch der dünne Mann ist Geschichte. Hatte nebenbei gute Lebenspunkte, also dürfte einer der Besseren gewesen sein. Da hatte, glaube ich, 10 Lebenspunkte. Das ja auch nicht gerade wenig ist. Für den Dönermann sowieso. Und wir haben noch einen Sucher unterwegs. Das heißt, ich versuche jetzt, mich so zu verteilen, dass ich mich möglichst gegenseitig decke. Wahrscheinlich wird er sich eher auf den Sniper stürzen. Also, die Sucher haben es oft mal so, dass sie sich komischerweise einen Sniper als Ziel nehmen. Ich weiß nicht, ob es an den Lebenspunkten liegt oder allgemein normalerweise eben der Sniper für sich irgendwo steht und deshalb ein dankbares Ziel bietet. Je bouge. C'est bon. Jedenfalls sicher ist sicher. Sniper ist eingekreist von mir selber und da kommt er auch schon. Das war auch ein Kurzbesuch. Das war ein eindeutiger Kurzbesuch. Und damit hätten wir jetzt schon, lass mich rechnen, 3 Lager ausgeschaltet. Ich glaube, es waren 3. Es hat jedenfalls gut begonnen. Das Einzige, was natürlich schlecht war, ist eben, dass der Dönermann noch einmal schießen konnte. Ich hätte auch nicht erwartet, dass es von da schießt. Also, er steht ja nicht wirklich in Deckung. Deshalb bin ich umso mehr erstaunt, dass er das einfach so gemacht hat. Vielleicht hat ihn ja auch eine Portion Wahnsinn ergriffen. Vielleicht hat der Ölgeruch des Restaurants einen negativen Einfluss auf die Aliens. Vielleicht ist es der Grund, warum sie uns zerstören wollen. Sie sind Gesundheitsfanatiker. Ich meine, das ist ein dünner Mann. Eventuell gibt es da wirklich einen Zusammenhang. Mit einem dünnen Mann und uns gleichzeitig Fastfood-Restaurant. Trifft eventuell nicht seinen Geschmack. Und möglicherweise wollte er uns ja nur Gutes, wollte uns vom Cholesterinspiegel von dem Hohen beschützen. Es gibt so viel missverstandene Menschen, warum soll es da nicht auch missverstandene Aliens geben? Es könnte ja sein, dass die Erfahrung gemacht haben mit tödlichen Lebensmitteln. Viel tödlicher, wie wir sie kennen. Und dementsprechend versuchen sie uns das nur zu erklären. Und meine Mannschaft, die halt hungrig ist, werden zu Diva. Und lassen sich nicht das Essen wegnehmen. Tja, Fragen über Fragen. Die Live-Kommentierung beginnt gleich. Ich glaube, ich beziehe noch die Position. Und dann kommt gleich eine Sicherheitsspeicherung. Weil eben im Normalfall wäre es jetzt so gewesen, dass hier längstens der Zwischenfall gekommen wäre. Mit der verdammten Cyberdesk. Und das bisher nicht geschehen ist, will ich jetzt eine Sicherheitsspeicherung machen, damit ich, falls der Bug wieder eintritt, von hier direkt weitermachen kann. Ich bin aber unsicher, weil jetzt bei der Nachkommentierung sehe ich unten rechts nicht, wann gespeichert wird. Das heißt, je nachdem spreche ich jetzt hier umsonst und der Kommentar wird gleich wechseln. Also gespannt. Es gab vermutlich gerade ein komischer Schnitt oder vielleicht merkt es auch nicht. Kommt drauf an, wie ich es hinbasteln kann. Ich habe es
wieder geschafft, das Spiel abzustürzen zu lassen. Und deshalb bin ich jetzt wieder hier und versuche es jetzt aus der Position noch zu retten. Sprich, nach Möglichkeit jetzt hier durchzukommen, ohne dass das Spiel abstürzt. Reloaded. Der Speicherpunkt funktioniert, glaube ich, am besten, also weil die Cyberdisk, die das Ganze zum Abstürzen bringt, noch nicht da ist, wo sie die Absturzposition auslöst, irgendwie. Ist ganz komisch zu erklären, aber irgendwie macht die Cyberdisk enorm Mühe. Und dieses Mal will ich schauen, dass ich das verhindere. Deshalb seid nicht erstaunt, dass ich jetzt gerade was Komisches versuche. Normalerweise würde ich jetzt hier versuchen, eben anzulocken, aber dadurch, dass das Spiel immer an der Position abstürzt, kann ich mir das nicht erlauben. Was schade ist, denn so erschwere ich mir im Moment auch nur das Spiel unnötig, also beziehungsweise nicht ich erschwere mir das Spiel, sondern das Spiel erschwert es mir. Und jetzt muss ich halt versuchen, hier mich irgendwie durchzukämpfen. Bin ich glücklich darüber? Gar nicht. Ach, du blöde Cyberdisk. Du würdest doch dahin kommen. Versuchen wir es einfach, komm. Ist gar keine gute Lösung, die ich hier habe. Aber im Moment bleibt mir nichts anderes übrig. Du würdest bis hierher, du würdest bis dahin. Okay. Geh du mir hierher. Kannst mir die Waffe wieder vorbereiten? Du kommst doch auch noch hier rüber. Waffe vorbereiten. Okay. Gehst mir in dem Fall hierher. Waffe vorbereiten. Sollte ja im Moment keine Gegner haben, die ich ausgelöst habe. Also, hier dürfte sich zumindest in der Theorie nichts herumschleichen. Aye, aye, Commander. So. Wir nähern uns jetzt ganz langsam von der Seite an. Ich versuche das so zu lösen, dass ich eben nichts auslöse. Und das wird nicht einfach. Ich glaube, ich gehe mal ganz, soll ich mal ganz links vorbei? Also hier ganz entlang schleichen? Ist der größtmöglichste Abstand. Aber andererseits... Also was mir natürlich überhaupt nicht passt, ist eben, dass ich hier nur halbe Deckungen habe. Okay. Weiter gehe ich nicht. Nee, weiter gehe ich nicht. Du könntest noch hierher. Okay. Perfekt. Du bleibst da. Du gehst mir noch hier, damit du den gleichen Schusswinkel hast. Heading to that location. Du könntest jetzt noch... hierher, dann nächste Runde überspringen. Also rüberspringen hierher natürlich. Und du machst mir einen Feldposten. 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 Du hast dich doch bewegt. Nee, du hast dich nicht bewegt. Dann mach mir einen Feldposten. Sowieso einen Feldposten. Und nochmal einen. Noch leben wir. In Ordnung. Soll ich jetzt wirklich ganz hinten durch? Es wäre ideal eigentlich.
Also würde ich jetzt die Mitte verlassen und versuchen, hier ganz rüber zu schleichen. Machen wir mal das. Scheint eine saubere Position zu sein. On my way. Dann gehen wir hierher. Headed there now. Oder? Nee, wir machen. Könnte langsam zu heiß werden. Roger that. Move into position. Macht mir einen Feldposten. Machst mir wieder die Waffe stark, klar. Du rennst mir jetzt hier rüber, denn da stehst du langsam ungünstig. Ich will nicht hier vorne durchrennen, denn ich habe Angst, hier was in der Küche auszulösen. Wellposten, sehr schön. Wir schleichen uns jetzt ganz, ganz auf der linken Seite ran. Also ganz, ganz außen durch. Gehen wir mal nicht so weit. Wie weit würdest du denn noch kommen? Bis hierher, aber machst du je nach dem neuen Sichtbereich. Gehen wir mal in dem Fall bis hierher. Du gehst bis hierher. Du gehst mir hier rüber. Aye, aye, Commander. Du gehst mir hierher. I'm on the move. Hier geht mir logischerweise hierher. I'm on the move. Du kannst gleich durchrennen. Tempo. Und du rennst mir bis hierher. Es ist jetzt vielleicht nicht so spannend für euch, aber ich möchte jetzt endlich mal diese Mission hier beenden. Auch wenn das bedeutet, dass ich jetzt gerade einen richtig langen, komplizierten Weg auf mich nehmen muss. Und ich habe Angst voran jetzt um dieses Let's Play, denn vielleicht ist es ja eine andere Mission noch ein schlimmerer Bug. Also sprich, dass ich dann da gleich zu Anfang irgendwie eine verbuggte Mission habe oder ähnliches. Es ist schon schade, dass das Spiel immer noch so schlimm verbuggt ist. Bitte keine Begegnung jetzt. Das wäre tödlich. Ich stehe mitten auf dem offenen Feld. Geh mir hier bis ganz rüber. Sehr schön. Das ist eine gute Position. Kannst du mir nachziehen? Ja, das war jetzt nicht so schlau. Jetzt muss ich wegen dir. Ja, jetzt ist genau das Problem. Ist zu gefährlich. Bleiben wir doch nur noch so. I'm on it, Commander. Möglichst in den gleichen Fußstapfen. Ich traue mich jetzt nicht, sie zu überholen, weil es könnte sein, dass ich dann genau das eine Feld zu nahe stehe. Und das wollen wir nach Möglichkeit verhindern. Roger, Dodger. Wie in der Schule damals, Gänsemarsch. Schön hintereinander her. Jetzt warten wir noch eine Runde. Damit die wirklich am gleichen Ort sind. Heading to that location. Moving. Rolling. Got it covered. Heading out. I'm ready. Und du machst noch einen Feldposten. Ebenso.
Sieht gut aus irgendwie. Die Cyberdisk ist immer noch unterwegs. Die macht mir richtig am meisten Angst. Geh du mir hierher. Feldposten. Du bleibst mir vorerst mal da. Du gehst mir hierher. Machst mir einen Feldposten. Da, Kommandier. Du bleibst, wie gesagt. Du kannst hier ganz rüber. Feldposten. Du würdest jetzt... Nee, das ist zu gefährlich. Du gehst mir hierher. Got it. Du gehst mir... hierher. Machst die Waffe bereit und du eilst mir hierher. Machst den Feldposten. Du eilst ebenfalls hierher. Und machst ebenfalls den Feldposten. Du kannst nochmal die Waffe vorbereiten. Sinn und Zweck dürfte klar sein. Ich versuche jetzt, mich über diesen Lastwagen anzuschleichen nach links. Das könnte gefährlich werden, aber Gefahr ist ja mein zweiter Vorname. Heading there now. On my way. Wenn ich es schaffe, ist es ideal. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Geh mir hierher. Mach mir einen Feldposten. J'y vais tout de suite. Ich bin immer noch überzeugt, dass du hier am geschicktesten stehst. Mach mir eine Waffenvorbereitung. Yes, ma. Du kannst warten. Du machst eine Wache. Du gehst mir... neben ihr. Kannst mir nachladen. Ist nicht spannungsvoll für euch vermutlich, aber für mich ist hier jeder Schritt... denke ich so für mich, ey, jetzt löse ich aus. Position confirmed. Genau, jetzt löse ich aus. Jetzt löse ich aus. Jetzt löse ich aus. Das passiert zum Glück nicht. Aye, aye, Commander. Und je nachdem ist das Ganze umsonst, weil ja, dann noch die Cyberdisk kommt. Und mir das Ganze wieder kaputt macht. C'était quoi ce bruit? So. Du kommst nicht vorwärts, weil der im Weg steht. Dann bei dir ist es jetzt auch nicht das Geschickteste, wenn du vorgehst. Und das, ja gut, der Handgranatenmensch kann nach vorne. Gehen wir mal bis hierher. Saul! Wir gehen noch nicht näher. Dann gehst du mir hierher. That's affirmative. Dann kannst du als Nahkämpfer mit. Du mit dem Doppelschuss sowieso. Yes, Commander. Könntest du eigentlich... Ich merke gerade, hier steht ja eine volle Deckung. Das ist ja auch nicht gerade ungefährlich. Dann du würdest sogar dahin kommen. Hm. Was mache ich jetzt? Ich könnte die nächste Runde hierher schicken. Gefahr dabei ist, dass er was auslöst und der Raketenschütze dann ausgerechnet auf der falschen Seite steht. Geh mir in dem Fall mal hierher. Und bereite deine Waffe vor. Du kannst noch gar nichts. Du kannst noch warten. Ihr bereitet mir die Waffe vor. So. Jetzt gehen wir aber zuerst mit einem von euch hier nach vorne. Und zwar mit dem Nahkämpfer. Niemand da. Warte noch. Kommt zuerst mal der Sunny.
Niemand da. Boah! Du willst wirklich spannend machen? Es ist jetzt verlockend, es ist jetzt wirklich verlockend, hier rüber zu gehen. Hierher. Aber das wäre ein weiteres Feld nach vorne. Und wir haben schon ein paar Mal erlebt, oder ich zumindest, dass ein Feld mehr sehr entscheidend sein kann, ob er den Gegner auslöst oder nicht. Wenn du ja nichts siehst, es ist nicht unbedingt die beste Scharfschützenposition, aber geh mir doch hierher. Nee, die Position ist gar nicht so schlecht. Du machst mir einen Feldposten. Du ziehst nach. Und du gehst mir ebenfalls hier nach vorne. Und du gehst mir in dem Fall hierher. Und bereitest mir die Waffe vor. Puh! Ist die im Haus? Ist die auf dem Dach? Dass sie niemand sieht, verstehe ich nicht. Also muss sie im Haus sein. Eine halbe Deckung. Passt mir gar nicht. Du könntest noch Handgranaten werfen. Gehen wir mal hier. Mist. We can't get a read on that thing. Its movements are so inconsistent. In Ordnung. Wir haben eventuell ein Riesenproblem. Wie weit kommst du denn jetzt mit dem Raketenwerfer? Du würdest schon mal die zwei ausschalten, je nachdem. Du kannst da eigentlich nicht stehen bleiben. Und jetzt kommt eben das große Problem der Deckung. Nehmen wir an, ich würde dich jetzt hier nach hinten bringen. Aber da wirst du hundertprozentig gesehen. Dich hierher bringen, um die Ecke. Dich versteckend hier um die Ecke. Das ist eine Möglichkeit. So dass du dann allenfalls eingreifen kannst. Oder hierher, hunker down. Nein! Der schießt sogar! I'm on the move. Na gut. War in dem Fall nicht die Ideallösung. Ich dachte, es würde sogar reichen. Aber das bedeutet, er steht hier hinten. Kann ich ihm eventuell sogar schon Schaden machen? Komm. In Ordnung. Das heißt, du hast jetzt eine volle Deckung und du würdest ihn sogar sehen. Bedeutet gleichzeitig, ich muss euch so in den Rückraum bringen, dass ihr genug großen Abstand habt und ihn trotzdem nächste Runde beschießen könnt. Hierher. Already there. Und du machst mir Feldposten. Oder schmeiße ich dir einen Battlescanner?
damit ich weiß, was sich da hinten wirklich alles verbirgt. Aber der wird sich ja eh bewegen. Nee, mach mir einen Feldposten. Du kannst eigentlich da bleiben. Mach mir einen Feldposten. Du kannst im Gegenteil dafür nicht bleiben. Du stehst da ziemlich auf offenem Feld. Und auch nicht gerade an der geschicktesten Position. Das heißt, wo bringen wir dich hin? Wo bringen wir dich hin? Wo bringen wir dich hin? Hierher ist vermutlich nicht so geschickt. Hier dürfte auch nicht so geschickt sein. Du könntest mir noch einen Feldposten machen. Du gehst mir ebenfalls hier in den Rückraum. Schmeißt er direkt eine Granate? Also wenn ich jetzt hier gehe, würde er dann direkt eine Granate schmeißen? Was willst du noch für eine schlaue Position geben? Versuchen wir es. Du machst mir Hunker down. Oh, da fliegt innen durch. Okay. Nicht getroffen, das ist schlecht. Wie weit kommst du? Wie gefährlich bist du? Du bist tödlich, das weiß ich. Ja, trifft auch nicht. Aber so wie sie fliegt, könnte ich das doch überleben. Ach, ich überlebe's. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Du schaffst es auch noch. Super. Du stehst natürlich jetzt absolut tödlich. Und warum du sie nicht siehst, ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Du bist die Einzige mit blitzschnellen Reflexen. Du siehst ihn, oder? Genau. Das heißt, du musst ihn auslösen, damit ich die anderen näher ziehen kann. Bitte nicht, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Bitte nicht treffen, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das bedeutet, wir können loslegen. Geben wir ihm eine Schredderrakete. Oder eine volle. Nee, Schredder. Boah, die drinnen haben auch noch Schredder gefressen. Sehr schön. Du siehst ihn jetzt plötzlich wieder. Tja. Unterdrückungsfeuer oder normales Feuer? Ist das der letzte Gegner? Wenn es der letzte Gegner ist, würdest du ihn denn... Es sind ja eh enorm viele in halber Deckung. Kannst du eigentlich auch hierher? Unterdrückung oder normal? Unterdrückung oder normal? Unterdrückung oder normal? Lässt er sich überhaupt beeindrucken von Unterdrückung? Ich habe nur dich mit Holozin. Ich habe wirklich nur dich. Ich habe wirklich nur dich. Mist. Ich habe nicht das Gefühl, dass er sich beeindrucken lässt von Holozin, aber... Gehen wir auf Sicherheit. So. Schade, dass du dich noch bewegen musst. Bevor sich sonst jemand bewegt, du hast eh nur ein Ziel. Und du versuchst es kritisch. Komm,
Sehr schöner Treffer. Das hilft mir enorm. Das hilft mir enorm. Das ist richtig motivierend jetzt gerade, dass es geklappt hat. Ich hoffe, wenn du natürlich jetzt auch triffst, dann ist super. Notfalls könnte ich uns einnehmen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Dann versuchst du mir zuerst. Nein, scheiße. Entschuldigung. Wortwahl. Adjusting aim. Würdest du ihn von hier ziehen? Eigentlich schon. Weil im Moment triffst du ihn ja für 74. Dann triffst du ihn doch von hier noch. Aber wo stürzt er ab? Das müsste reichen. Komm. 100%. Der ist tot. Hast du Schaden gefressen? Du hast keinen Schaden gefressen. Das ist positiv. Das heißt, du hast nur noch ein Ziel. Ah, Moment. Nee. Du hast doch verbessertes Ziehen gegen fliegende Ziele. Schauen wir mal, ob sonst noch irgendwas unterwegs ist. Nee, ist nicht. Frage ist jetzt, gebe ich dir einen Fellposten oder versuchst du in dem Fall? Yes! Adelaide! Australien! Du kannst wieder in Frieden vor dich hinwerken. Boah! Diese Cyberdisks. Unglaublich. Unglaublich, diese Cyberdisks. Ah, so schwer. So tödlich. Und für Förderung gibt es vermutlich keine. Wir hatten einen Verletzten, leider. Aber 14 Tage, es geht. Eine Beförderung. Immerhin. Immerhin, das ist nicht so schlecht. Oh, das ist natürlich auch geil. Battlescanner. Ich glaube, das machen wir. Wir geben dir einen Battlescanner. Ja. Battlescanner, eindeutig. 4 Flieger. 2 dünne Mann. Cyberdisk, Drohne, 13 Lyrium, 17 Alien, Waffenteile, 10, 2 Meld und 4 Sucher. 115 Credits und Panik in Australien verringert. We will be in touch, Australien, Commander. Naja, ist noch ein weiter Weg. Nochmal, 20, ich will tatsächlich 20 Waffenfragmente für einen Ingenieur. Das ist einfach enorm viel. Das ist viel zu viel. Was ich alles mit dem anstellen könnte, das glaubt ihr mir gar nicht. Also, jetzt helft mir mal kurz. Machen wir schnell eine Rechnung. Ich habe 96 Flieger, die ich nicht brauche. Oder Mehrheit, die ich noch nicht brauche. Die anderen Zahlen sind halbwegs okay. Dünner Mann, Leichen 47, könnte man vielleicht auch noch abbauen. Newton brauche ich noch. Und jetzt 350 Illyrium. 350 Illyrium. Braucht man so viel? Also, stellt euch immer vor, es kommen ja noch weitere dazu, jetzt die ganze Zeit. Alien Alloys ist klar, das reiche ich, das berühre ich nicht. Waffenfragment berühre ich auch noch nicht. Meld 265 Meld. 265 Meld. At least we've got some vets on our side. Brauche ich doch eigentlich auch noch nicht. Uferflugcomputer, 12. 12. Ich habe doch nicht mal eine Technik, wo ich das irgendwie beeinflussen könnte. Kraftstation 7. Also das könnte man doch eigentlich auch verkaufen. Also, gebt mir Tipps. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viel von Sachen, die ich nicht brauche. So, und wie sieht's aus? Wann kommt die... Ich muss nachher was nachschauen. Hab ich nicht eine Ne.
Habe ich nicht eine Exalt-Mission? Ich hatte doch eine Exalt-Mission. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, was passiert. Ich habe 601 Credits. Also, 601 Credits. Hier sind ja immer noch Arbeiten unterwegs. Solange der Satellit nicht in der Luft ist, muss ich die auch nicht verschieben. Und Ziel der Sache wäre ja eigentlich, Amerika zuerst zu erreichen. Also komplett den Kontinent. Und dann mit Amerika gleich die Waffenausbau, den Waffenausbau zu betreiben. Denn der Situationsbonus ist doch so, dass Amerika 25% weniger Kosten abwirft bei der Bewaffnung und im Unterhalt. Also es wäre ideal. Das heißt, eben würde ich jetzt Ende Monat England noch machen und dann würde ich direkt nach Amerika starten. Nächsten Monat versuchen, die zwei auch noch zu bekommen und dann die Bewaffnung vorzunehmen. So in Grobplanung. Wir haben 601 Credits. Das heißt, ich bestelle mir nochmal... Ich habe 3 Soldaten bestellt. Bestelle aber trotzdem nochmal 3. Oder 4. Bestellen wir nochmal 4. 501 Credits, die werde ich vermutlich wirklich dringend brauchen. Vor allem jetzt, wo es den Improved Body Armor gibt, könnte ich was damit anfangen. Den Rest lasse ich so stehen. Ich mache kurz eine Sicherheitsspeicherung. Ja, wobei, nee. Doch, ich mache eine kurze Sicherheitsspeicherung. Falls was ist. Und dann gehen wir hier rein. Na super. Dann hätte ich mir die Sicherheitsspeicherung aussparen können. Denn den wollen wir wieder abschießen. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Episode. Vielen Dank fürs Zusehen und tut mir leid wegen der Aufnahme. Ist irgendwie, ich weiß nicht warum, das war ein Bug an dieser Position. Immer wenn das blöde Ding dahin flog, die Cyberdisk, ist das Spiel ausgestiegen. Warum auch immer. In diesem Sinne, egal, keine langen Erklärungen. Nächste Mission, hier wieder was abschießen. Auf gleich!